Immerhin wart ihr ja seine Assistentin, als ihr das erste Mal gestorben seid. Es wäre bestimmt ein schönes Wiedersehen. Bitte was? Aber natürlich. Und es ist wirklich zu schade, dass ihr es nie erfahren werdet. Alter. Oh, what? Dieser dämliche Octien, Alter, den könntest du schon wieder gegen die Wand klatschen. Falsche Taste gedrückt. Ja, ich erinnere mich. Oh, das war nicht schön. Ah! Penis, Alter. Na komm, schieß, Bitch, Alter. Greif ihn an, den zum Spluten. Ah! Bitch! Au! Ah! Hier, gehen Süden! Tschüss! Goodbye, my friends! Ach, verdammte Axt hier! Das ist doch nicht normal! Wollte mich echt verarschen hier. Gut, dass ich mir noch die scheiß Tränke gekauft habe. Ich nehme noch das und das und das. Ich wollte mich voll verarschen hier. Hallo, ich möchte gern. Ja. Ich gebe dir gleich, ich bin erledigt. Ja, ich krieg grad keinen Schaden, weil der Trank so extrem gut ist. Hinterher, hinter dem Schuft, Alter. Alter, du sollst ihn da drüben angreifen. Ja. Nee. Och, Jung, ehrlich. Hier, ihn. Ach, die könnte ich mir gerne haben hier. Ach, die verdammte Axt, normal. Gott, verdammt normal, ey. Das ist nicht normal. Ah. Kann der mal seinen Scheiß lassen? Das geht mir voll auf die Nüsse. Wo ist denn mein Kakul, Alter? Ich raste hier noch aus. Hol mal das Viech. Ja, genau. Ich werde euch allen so wehtun. So, Jungen, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Aber ich gucke erstmal, was die hier so haben. Geld. Ah, da vorne ist er. Kannst du Scheiß mal lassen hier? Boy. Ach, leck mich am Arsch. Wo ist denn der Fuzzi? Yo, ich würde gerne was sehen. Wenigstens die IP haben. Okay, gut.
Kannst du die Scheiß mal lassen? Danke. Penis, oder? Ich sag's dir. Hol jetzt mein Viech und dann geht's aufs Guschen. Du Bitch, Alter. HF, F? Das wagt ihr nicht. Natürlich. Guck dir das an, Alter. Ins Gesicht! In your face, Mann! Level Up Session. Ah, Traum. Traum, Alter. Das war so schön. Ich weiß nicht. Was gibt's denn hier noch? Eisbarriere. Ach, Schnullipum spielen. Aha. I like. So. Way. Nein. Gucken, wo der Kunde ist. Den habe ich nämlich ordentlich aufs Maul gehauen. Nun ja. Octienne hat im Librarium ein Feuer gelegt und Attentäter angeheuert. Wenn das kein Schuldeingeständnis ist, weiß ich es auch nicht. Es steht außer Frage, dass wir Templer ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen müssen. Für die Offensichtlichen ebenso wie für die Heimlichen. Obwohl ihr entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung gehandelt habt, wart ihr äußerst effektiv. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Davon gehe ich aus, falls er die Verletzungen überlebt, die er im Kampf erlitten hat. Ich habe bereits die sofortige Aussetzung all seiner derzeitigen Studien und Projekte angeordnet. Wunderbar. Alle, außer diesem geheimnisvollen Seelenquell vielleicht. Dieses Projekt bedarf einer eingehenden Überprüfung hinsichtlich seiner ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ungeachtet dessen steht die gnomische Gesellschaft in eurer Schuld. Und wir bleiben niemandem etwas schuldig. Ich muss Ventrinio finden. Ventrinio Desellini. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Name bei dieser Angelegenheit eine Rolle spielen könnte. Wie es scheint, ist er dem Strick erneut entkommen. Ich nehme an, euer Freund Chola Hughes kann euch diesbezüglich weiterhelfen. Während ihr hier wart, haben ihn meine Leute bei der Bergung der Bücher beobachtet, die Octienne verbrennen wollte. Doch nun entschuldigt mich bitte. Ein Templer hat seine Macht verloren und Adessas politische Geier kreisen schon. Ja, natürlich. Gute Nachrichten. Ich hätte wohl nicht davon ausgehen dürfen, dass Octienne kampflos aufgeben oder Beweise hinterlassen würde. Welch eine Verschwendung. Einige der Bücher, die er verbrannt hat, waren Jahrhunderte alt. Aber glücklicherweise konnte ich ein paar von ihnen aus den Flammen retten. Ja, immerhin ein paar. Gibt es denn so ein Wertbücher? Interessiert mich nicht. Oh ja, vieles davon ist wirklich wundervoll. Abhandlungen über das Wesen des Todes, unzählige Tabellen mit Autopsieauswertungen. Aber nur ein Gegenstand, der tatsächlich von Wert ist. Octiennes Tagebuch. Sehr gut. Nach allem, was ich auf diesen Seiten gelesen habe, arbeitet Ventrinio auf einer Insel in Chlurikon. Worauf warten wir? Ich fürchte, der dunkle Wald Chlurikons verbirgt noch immer unsere Feinde aus den Reihen der Tuatha. Allerdings sagt diese junge Dame, Aline Schier, sie hätte eine Lösung für dieses Problem. Seid vorsichtig, wenn ihr bei Ventrinio seid. Er ist zweifellos ein Genie, aber auch... schwierig. Er könnte versuchen, euch ein zweites Mal zu töten, nur um sicher zu gehen. Sein Verstand mag gefährlich sein, aber in ihm verbirgt sich auch das Geheimnis, wie man nach Alabastra kommt. Und das müsst ihr ihm entlocken. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Oh, das werde ich. Um ehrlich zu sein, bleibe ich vermutlich in Adessa, um die Stadt so gut ich kann zu unterstützen. Immerhin werden die Leute jetzt, wo Octienne aus dem Weg ist, ja einen neuen Templer brauchen. Ach... Entschwöre, du hast Octienne gezwungen, seine finsteren Pläne offengelegt und bewiesen, dass es oft ebenso wichtig ist, die Schicksalsfäden zu entwirren, wie sie abzumessen und zu spinnen. Das ist ja 5% mehr EP. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, dann machen wir hier erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal.